Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hof Bergmann. Heute bereits am Donnerstag. Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch zusammen. Pünktlich um 16 Uhr, wie, ja, jetzt schon, ne? Jeden Tag fast. Es gibt Neuigkeiten. Und zwar, wir haben, ich habe jetzt insgesamt 71 Ziegen hier auf dem Gehege. Ich habe unseren Gator oder Gator geholt, habe am Hof Wasser geholt. Und zwar, leider ist das ein bisschen in die Hose gegangen. Und zwar habe ich hier aus dem Brunnen Wasser geholt. Das geht ohne Schlauch. Da hat aber auch ein Fass voll Wasser 400 Euro gekostet. Das war ein bisschen doll. Deswegen machen wir das nicht mehr. Mir wurde gesagt, hier oben, ne, diese blauen Behälter, das sind Regenwasserbehälter. Oder Regenwasserauffangbehälter. Da kann ich mir wohl auch ein bisschen was rausziehen. Kein Trinkwasser ist okay, aber für die Tiere... Oh, guck mal, da ist richtig was drin, ne? Ja, da können wir auf alle Fälle mal Wasser rausziehen, was kostenlos ist, wurde mir gesagt. Bin sehr gespannt. So, ich habe auch, ihr seht es oben, ich habe auch die feine Zeitskalierung mit reingenommen, meine Damen und Herren. Ich würde die Zeit einfach mal jetzt auf 2 stellen. Einfach auf 2, einfach, dass es ein bisschen läuft und mal gucken, wie es funktioniert. Ne? Und dann können wir immer noch mehr, weniger, wie auch immer. Eine neue Neuigkeit. Und zwar Autodrive habe ich mit draufgenommen. Jetzt werden sich wieder denken, hä? Was? Ja, es ist Outdrive und CP aktuell mit drauf. Das hat einen Grund. Und zwar habe ich die ganze Kurse von... Ich muss das jetzt richtig repräsentieren. Von El Matador. Ich hoffe, es war richtig präsentiert. Der liebe El Matador hat auf der Seite der F-Farming... Na, LSFM, so ist richtig. Also auf der Seite, wo auch Farmer in die Bergmann hat. Hat er Kurse hingehauen. Oder beziehungsweise hochgeladen. Habe ich gesehen beim Stefan im Video, beim Homer. Schöne Grüße an der Stelle, wenn er das sehen sollte. Und hier sind alles Autodrive-Kurse drin, ne? Also zu jeglichen Sachen auf dem Hof, Händler, Abdecker, also überall. Das ist so ähnlich wie bei der nordfriesischen Marsch, wie wir haben. Fand ich ziemlich cool, fand ich ziemlich genial. Deswegen habe ich die mit reingenommen. El Matador, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast, natürlich, ne? Dann gab es Kommentare, dass ich wohl mal gucken soll, oder beziehungsweise, warum ich denn die Mayonnaise nicht ins Kühlhaus packe. Ja, wir haben doch hier einen Kühlschrank. Also zwischen Kühlschrank und Kühlhaus ist es, glaube ich, nicht so viel Unterschied. Denke ich mir zumindest mal. Deswegen fand ich das eigentlich ganz okay. Fand ich jetzt persönlich okay, ne? So, dann nochmal einen Eimer voll. Das heißt, wir müssen wieder was reinmachen, ne? Irgendwie so war das doch gewesen. Objektinfo ist momentan keine da. Warte mal, wir packen einfach noch ein paar Eier. Wir warten jetzt einfach mal, bis leer ist. So, dann packen wir... Oh, okay. Und noch ein bisschen... Ah, der ist leer, ne? Warte, müssen wir noch einen Schluck holen. Haben wir ja alles parat. Habe ich gehört? Nee? Ah, ich glaube, ich muss ja einsteigen, ne? So war es gewesen. So. So ist es richtig, siehst du? Dann passt das auch wieder. So, dann haben wir da wieder ein bisschen Pflanzenöl. Dann können wir da auf alle Fälle wieder weiter Mayonnaise produzieren. Zack, läuft. So, dann machen wir den Eimer nochmal da rein. So, dann können wir die Deckel zumachen und anschalten. So, läuft, okay. Dann müssen wir mal kurz gucken gehen, wie es mit den Eiern aussieht. Ob da wieder was Neues... Da können wir eigentlich zumachen erstmal, ne? Ja, wie gesagt, ich habe 71 Ziegen gekauft. Denen geht's gut. Also Wasser ist drin, Stroh ist drin, Futter ist drin. Ihr hattet recht. Also mit diesen reinen Silage oder Grassilage haben die eine 100%ige Produktivität, was ich sehr, sehr cool finde. Also das läuft und das heißt, wir können die Ziegen, die wir haben, wirklich für lange, lange Zeit füttern, ohne dass wir jetzt irgendwie gröber irgendwas anbauen müssen. Das, was ich sehr, sehr gut finde. Ne? Das haben wir auch gemacht. So, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Genau, wie geht es dem Schwein, wurde auch gefragt. Also wenn ich dann nicht jeden Tag nachgucke, dann kommt die Frage wohl von euch, was ich auch cool finde. Und dann werden wir mal gucken gehen, wie es denn dem Schweinchen geht. Aber wie gesagt, es wurde mir geschrieben, 4 Tage dauert das. Also da wird noch nicht viel passiert sein, bin ich der Meinung. Nö, das ist auch richtig. Da ist nicht viel passiert, aber es geht ihm gut, dem Schweinchen, ne? So kann man es, glaube ich, schon sagen. So, jetzt... Gucken wir mal, ob vielleicht irgendwann mal der Regen aufhört. Ne? Das wäre vielleicht auch mal cool, dass man mal... Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt keinen direkten Plan, aber... Es könnte mal aufhören zu regnen. Das wäre schön. Wobei ich auch gelesen habe, dass es die Regenintensität oder die Dauer des Regens
erhöht wurde. Einfach nur wegen den Regentonnen, ne? Damit die hier schön immer befüllt werden. Hier sind noch Eier drin. Und was ist hier passiert? Gar nichts noch. Okay, das dauert einfach noch ein bisschen. Ist eingeschalten, also ist nicht aus. Das passt auch. Wurde nämlich auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich wohl den Brutkasten ausgeschalten hätte. Das habe ich mir gedacht, kann ja wohl nicht wahr sein. So, genau. Thema Missionen habe ich auch angesprochen in den letzten Folgen. Und wollte ich jetzt einfach mal starten. Wollte ich jetzt einfach mal was machen. Mal gucken, was wir haben. Uiuiui, was ist denn hier alles drin? Transportieren. Ernten, wir haben eine Erntemission. Gut, einen Drescher haben wir ja, ne? Also Erntemissionen wären gar nicht so doof. Wir können uns die natürlich jetzt aussuchen, mehr oder weniger, weil wir können einfach gucken, was brauchen wir denn? Lass uns mal schauen. Ich war gerade bei den Hühnern, aber ich kann nochmal reingucken. Was brauchen die denn noch? Weil da sehe ich momentan das größte Problem daran, dass ich nicht weiß, was die brauchen. Die brauchen Weizen, Gerste, Roggen, Mais, Hühnerfutter. So. Das heißt für mich Weizen, Gerste, Roggen am besten. Wenn wir da was ernten könnten, ne? Gerste, guck mal, Feld 2. Oh, Feld 22, das wäre ein bisschen größer. Feld 2 und... Das wäre hier oben. Das könnte man noch machen, meines Erachtens, oder? Feld 22 mit eigenen Geräten. Sehe ich mich. Bringt uns noch 7.000 Euro. Unsere Geräte sind unterwegs, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist okay. Weil dann kann man nämlich gleich die zwei Sachen koordinieren bzw. zusammenfügen. Den Drescher und den AD-Fahrer. Und dann schauen wir einfach mal, ob das jetzt funktioniert. Ich bin gespannt. Auf den anderen Maps funktioniert es ja auch, meines Erachtens. Was? Ah, das ist ein bisschen leiser, die gute Dame. Ich würde einfach mal den Drescher hochfahren auf die 22. Das ist tatsächlich nicht weit. Es sieht vielleicht von der Karte her ein bisschen weit aus, aber es ist nicht so weit. Ja, und da... Achso, es regnet noch, Werner. Es regnet doch. Warum machst du denn sowas? Könnte man vielleicht ein bisschen vortüdeln? Wir machen mal bis 12 oder 1. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, warte, es wird besser. Komm, tu es. Ja. Ich glaube, die Wolke... Sobald die Wolke, glaube ich, ist, könnte man, glaube ich, arbeiten, ne? Glaube ich. Wir fahren jetzt da mal hin und werden das mal ganz kurz testen. Jetzt habe ich noch das andere Schneidwerk dran. Das müssen wir mal ganz kurz in die andere... Oh, wir haben hier noch einen Akkuliner stehen, habe ich ja komplett vergessen, ne? Ja, da könnte man doch mit dem Akkuliner, könnte man das doch sehr, sehr gut abfahren, meines Erachtens. Oder bin ich da falsch? Kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt natürlich ein paar Stunden gespult wegen der Mission, ne? Hat das schon resultiert? Wir haben schon 237 Liter Milch? Ehrlich? Wir haben aber kein Hühnerfutter mehr. Oh, oh, Werner. Oh. Okay, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen, damit wir da ein bisschen Hühnerfutter bekommen. Wir können natürlich auch beim Händler eins kaufen. Das würde auch funktionieren. Aber vielleicht können wir das wirklich mit der Mission machen. Das war zwar jetzt ein teurer Preis, unter Anführungszeichen, weil unsere Hühner momentan nichts zu essen. Hoppla. Aber vielleicht bekommen wir das ja relativ schnell wieder in den Griff. Komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Aber ich bin doch schon vorbei an dem Gestänge hier. Ah, jetzt, okay. So, warte mal, lass mal ein Stück zurückfahren. Weil wenn wir natürlich viel Geld, also viel Zeug übrig haben, ne, können wir auch den Getreidetrockner anwerfen und alles solche Dinge. Das sind alles Sachen, die potenziell ja einfach nur auf den Betrieb warten. Ne? So ehrlich kann man das ja ruhig mal sagen. Es regnet zwar noch, aber laut meinen Erfahrungen kann ich sagen, es müsste eigentlich so sein, dass wir dreschen können. Wir fahren jetzt mal hoch hier. Das war, glaube ich, hier nach oben, ne? Ja, genau. Das war ja der Teil, der nicht von Anfang an auf der Hofbergmann dabei war, sondern der später dazugekommen ist. Was ich sehr, sehr cool fand als weiteres Karten-Update. Neben natürlich den ganzen anderen wunderbaren Sachen, die dazugekommen sind, fand ich das eine nette Sache und fahre ich immer noch. Dim, 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 dim. Bin jetzt sehr gespannt, ob ich gleich dreschen kann. Ne?
Vom Stroh her haben wir mal genug, würde ich sagen. Da sehe ich mir jetzt eher, sehe jetzt keine Gefahr. Die Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich denn auf das Nachbarfeld? Weil das ist jetzt kein Weg, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen, da sehe ich jetzt keinen Weg. Achso, wir müssen hier vorne links und dann über eine kleine Brücke, wenn ich das richtig sehe. Oder? Kann das sein? Mal gucken, was das ist. Oder ist es nur so ein Knick im Weg? Das kann natürlich auch sein. Ich mache mal hier kurz die Außenansicht, ne? Damit ihr mal dieses Dorf hier seht, ne? Hier gibt es ein paar Pferde. Und wo muss ich jetzt da rein? Ah, weiter vorne, okay. Ist ein bisschen schmal, hätte ich vielleicht doch einen Schneidwerkswagen nehmen sollen. Aber ich glaube, ich schaffe das. Ich habe ein gutes Gefühl. Hier wird es wieder ein bisschen breiter. Ist das auch ein Blitz oder ist es einfach nur jemand, der hier parkt, weil er hier wohnt? Das ist natürlich cool, ne? Weil wenn diese Kurse vom El Matador gut funktionieren, dann ist das natürlich sehr, 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 sehr cool, ne? Weil dann haben wir da gar keine Kopfschmerzen mehr. Oh, ich glaube, das ist unser Feld hier, ne? Guck mal. Wir machen mal den Korntank auf. Und werden einfach mal gucken, ob das funktioniert. Naja. Ja. Also es regnet zwar noch, aber eigentlich ist der Regen schon vorbei. Deswegen läuft das auch. Gucke mal, das ist doch okay. Das sehe ich doch eigentlich als gelungenen Erfolg schon. So, wir machen viermal Vorgewende. Wir sind heute nicht geizig. 5,3 Meter. Kurs hat auch sehr, sehr schnell geladen, muss ich sagen. So, dann werde ich jetzt noch eine Sache machen, weil die habe ich nämlich immer falsch gemacht. Feld Nummer 22 müssen wir einstellen hier. Ja, das machen wir weg. Und dann schauen wir mal, ob wir den gleichen Abfahrer finden für den Kollegen hier. Ein bisschen viele Fenster habe ich gerade hier irgendwie rum. Jetzt ist die Frage, mit welchem Traktor machen wir das? Wollten wir das vielleicht mit dem 313 machen? Weil dann würde ich vielleicht einfach mal das Fass hier vorne hinstellen. Und würde den 313 nach oben schicken. Aber warte mal, ich fahre eine kleine Schleife. Ist vielleicht besser. Nee, ist schlechter, Werner. Weil ich muss ja gucken, dass das Ende des Anhängers hinten ist. Damit ich ja, wenn ich mir wieder mal einen Eimer holen möchte von dem Zeug, dann ist das relativ bereit für mich. So, wisst ihr, was ich meine? So, dann machen wir das. Ach so, das geht ja auch nicht. Nee, das ist blöd, Werner. Weil ich muss ja immer einsteigen und dann rauslassen, ne? Nee, das ist nicht gut. Das ist keine gute Idee. Würde ich vielleicht doch den 515 schicken, ne? Würde ich vielleicht doch den 515C schicken und gucken, würde ich ihn den Anhänger mitgeben? Nee. Ich gebe ihm den Akkuliner mit. Ich glaube, oder, ah, guck mal hier, ich gebe ihm doch so einen mit. Werner, was machst du denn so lange rum hier? Können wir die zwei zusammenkuppeln? Dann bekommt er einfach die hier und gut ist. Oder soll man einfach nur mal den mitgeben? Sieht ein bisschen falsch aus, meines Erachtens, ne? Nee, ich gebe ihm einfach den mit. Ich gebe ihm den mit und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn wir sehen, es funktioniert nicht, können wir immer noch aufstocken, ne? Dann gucken wir mal, wohin gehört denn das eigentlich? Das wäre jetzt nochmal eine wichtige Frage. Die müssen wir noch unbedingt klären. Das gehört zum Malzwerk. Ich wollte gerade Malwerk sagen. Zum Malzwerk. So, warte mal. Ändern? Nein, wir brauchen den Drescher. Genau. Den Drescher auf der 22. Und das müsste dann abgeladen werden am Malzwerk. Malzwerk. Guck mal hier. Da steht sogar von wann bis wann. Es ist so cool, ne? Dann würde ich mal auf die Straße fahren und dann, glaube ich, findet er ja schon einen weiteren Punkt, wo er denn fahren kann. Ne? Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich steige jetzt mal aus, damit ihr seht, dass ich nichts mache. Du, bis jetzt also. Sieht so aus, als wie das klappen könnte. Also wie gesagt, lieber El Matador, vielen, vielen herzlichen Dank für das Bereitstellen der Kurse. Das macht das Ganze natürlich um ein Vielfaches einfacher. Und es ist wahrscheinlich ein ganz anderes Arbeiten, ne?
Wir können uns jetzt hier mal kurz hin porten. Ja, der fällt jetzt alles automatisch ein. Ich finde das so cool, ne? Dass es so Leute gibt, wie zum Beispiel den El Matador, die sich extra die Arbeit machen und da ganz, ganz, ganz viel Zeit und Liebe und Genauigkeit in die Kurse stecken und das einfach so für laut zum Download geben. Ne? Ich finde das wirklich, wirklich super. Danke an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich, lieber El Matador. Und ja, wir gucken, ob das funktioniert. Ihr wisst ja, wie das ist. Bergmann Freitag, morgen Bergmann Freitag. Ich freue mich. 5 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 16 Uhr nachmittags, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wiedersehen. Für heute sind wir leider schon wieder fertig. Zeit vergeht im Fluge. Aber ich finde es cool, dass wir das schon mal eingestellt haben. Und prinzipiell war es das, ne? Also die Mission müsste jetzt laut meinen Erfahrungen einfach laufen. Einfach laufen. Das Ganze werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Das sehen wir dann morgen, spätestens am Wochenende. Ich danke vielmals fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis morgen, ne? Danke, bis morgen. Ciao, ciao.